Mein Name ist Alexandra Höfer vom Lieferservice Die Blumenwerkstatt. Heute möchten wir unsere Moosschale oder eigentlich füllen. Ich hoffe, es hat bei jedem geklappt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut auf das Video, wo wir die Moosschale machen. Dann könnt ihr es einfach nachmachen. Wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal, der ist kostenlos. Dann kriegt ihr immer wieder gleich mit, wenn ein Video online geht. Wundert euch nicht, wenn hier unter mir irgendwas sich bewegt. Mein Hund liegt da und ich glaube, allzu lang bleibt er nicht liegen und wandert dann. Also ich glaube, man sieht es ein bisschen im Video. Wir lassen uns davon nicht abhalten. Was wir brauchen, ist eine Steckmasse. Ich nehme jetzt eine Trockensteckmasse. Messt euch einfach vorher mal ab, wie groß sie ist. Und dann schneidet ihr euch einfach ein Stück hier raus. Macht ein bisschen ein unangenehmes Geräusch, ich weiß, aber... Wir brauchen jetzt keine frische Steckmasse, also von dem her ist die Trockensteckmasse optimal. Die Ecken tun wir uns einfach noch abrunden. Dass sie einfach so aussieht. Das heißt, jetzt einfach dann wirklich in euer, ist auch nicht ganz klein, in euer Gefäß reinpasst. Und wie gesagt, ich habe das letzte Mal schon gesagt, wenn er unten, ich habe jetzt unten eben ja an Pappendeckel unten drunter. Ihr könnt natürlich auch hier einen Untersetzer nehmen, wenn der reingeht von dem her. Also da guckt ihr von der Größe her, was euch lieber ist. Ihr könnt es auch Folie nehmen. Guckt einfach, was ihr damit machen wollt. Also mir reicht es jetzt mit dem Pappendeckel, weil es eben nicht allzu schwer ist. Wenn es bepflanzt ist, natürlich wichtig, dass unten irgendwo ein Ablauf ist. Oder dass er einfach dann sagt, ich stelle es nur Gefäß in diese Schale, je nachdem wie groß es er macht. Und dass die dann einfach immer wieder rausgenommen wird, das Gefäß, wenn man es gießt. Oder dass das einen Ablauf wenigstens hat, dass eure Pflanzen gut halten. Aber wir machen es eben trocken. Steckmasse ist drin. Dann möchte ich heute gern mit diesen gefrosteten Rosen, heißt es, das sind einfach die... Longlife-Rosen, so heißen sie auch noch, gibt es in alle möglichen Farben mittlerweile. Ist einfach ein natürlicher Prozess, wo da dahinter steckt. Also es gibt einfach Firmen, wo sich darauf spezialisiert haben, das zu machen. Da gibt es einfach Hintergrundwissen eigentlich dazu. Es sind einfach präparierte Rosen, die bleiben eben von der Farbe her auch so. Und deswegen halten die einfach relativ gut. Man kann natürlich auch künstliche Blüte nehmen. Von dem her, ich fand es jetzt halt einfach mal toll, mit den Longlife-Rosen zum Arbeiten. Deswegen habe ich die verwendet. Die haben meistens schon in ihrem kurzen Stiel ein Loch drin. Und dann können wir einfach mit dem grün lackierten Draht mal durchstechen. Ich hoffe, man sieht auch. Und dann haben wir eigentlich mal so eine Gabel, wo wir es einfach in die Steckmasse reinstecken können. Ich habe zwei dabei. Und die Rosen halten wirklich ewig, also von dem her, die bleiben von der Farbe her so, mag ab und zu mal abstauben. Aber das ist wirklich meine Anschaffung, die sind nicht ganz billig. Aber es ist einfach meine Anschaffung, wenn man sagt, man möchte einfach was länger hält, wo eigentlich auch relativ, also weil die einfach auch wirklich relativ natürlich aussehen. Eine getrocknete sieht einfach ein bisschen so eingeschnarrt aus oder getrocknet aus und die haben einfach immer ihren schönen Blütenkopf von der Rose her. So, die stecken wir dann einfach mal rein. Ich möchte jetzt bewusst auch nicht ganz so viel Materialien verwenden, weil die einfach sagen, wir haben uns die Mühe gemacht, so eine tolle Schale herzustellen. Die soll man einfach auch sehen und die soll einfach auch ihre Wirkung haben. Also das ist mir jetzt einfach wichtig. Dann habe ich ein Efeu. Ein bisschen was Natürliches möchte ich doch nur dazu haben und der Efeu trocknet einfach ein. Wer sagt, nein, ich möchte jetzt eigentlich dann nicht, dass es irgendwas Trockenes ist. Der nimmt dann einfach einen künstlichen Efeu oder nimmt sonst eine künstliche Ranke. Das kann man ja wirklich variieren, wie man möchte. Den stecke ich mir teilweise auch mit Drahthaften, wo ich mir selber herstelle. Also wirklich auch von einem grün lackierten Draht. Ihr schneidet euch einfach so kleinere Stücke und formt sie dann eigentlich nur, biegt sie um, dass ihr einfach einen Drahthaft habt. Ist relativ einfach. Und den kann ich nämlich dann auch an meinem Mooskranz oben drauf befestigen. Dann habe ich nämlich nicht bloß in meinem Gefäß. Zeige ich einfach mal noch ein bisschen, dann sieht man es vielleicht.
sondern hat auch schon meinen Mooskranz ein bisschen mit eingebunden. Wobei ich den jetzt nicht so arg einbinden möchte, weil die einfach, dass er auch sichtbar ist. Also, das ist ja jetzt kein Glanzgefäß, wo man sagt, das muss man jetzt verdecken, man muss das nicht sehen. Das ist ja wirklich bewusst gemacht, dass man es wirklich sieht. Deswegen wird da jetzt so viel gemacht. Der Efeu, ich schneide ihn jetzt an, wenn ihr es gesehen habt. Ihr braucht ihn eigentlich nicht anschneiden, weil er ja Trockensteckmasse hat, wo dann einfach, ja, der kann sich ja nur noch mehr Wasser holen. Was ganz arg wichtig ist, wenn ihr die Longlife-Rosen verwendet, bitte kein Wasser, auch keinen nassen Steckschwamm. Da kann es passieren, wenn die mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Also die sind da nur für den Innenbereich. Für den Außenbereich, sage ich jetzt mal, wenn es wirklich irgendwo in der Gartenhütte steht, wo wirklich dann auch Luftfeuchtigkeit hinkommen kann, wenn es dann doch mal ein bisschen kühler ist oder arge Feuchtigkeit in der Luft ist. Also da kann es passieren, dass die einfach so in sich zusammenfallen. Also das ist wirklich nur für trockene und wo eben keine Feuchtigkeit hinkommt. Vor allem nicht gießen, vor allem nicht, man meint es gut und sprüht sie an. Nein, bitte nicht. Also das ist für die ist das wirklich nicht gedacht. Sonst geht zum Floristen oder in die Gärtnerei, lasst euch oder fragt mal nach, ob, was sie da haben und lasst euch einfach ein bisschen beraten oder schaut es einfach mal an. Das ist eine tolle Geschenkidee, also da kann man wirklich viele Sachen machen, aber wirklich eben nur für den Trockenbereich. Und ihr seht, das ist dann wirklich relativ schnell auch zugemacht, mein, oder das Loch eigentlich, was wir gehabt haben. Und wie gesagt, ich bin wirklich jetzt einfach in diesem grünen, ein bisschen Terrakotta kommt nur rein, wir machen nur Kordel mit rein, aber sonst bleibt mir jetzt einfach eher so in diesem schlichten Ton, die Rosen sollen wirken und auch unser Moosgefäß soll wirken. Also der Efeu stecke ich einfach nur in verschiedenen ein paar Stellen fest, fast teilweise im Gefäß fest. Und dann hält es auch relativ gut. Ist ja jetzt nicht mega schwer. So sieht es jetzt mal aus. Dann habe ich mir einfach Tontöpfler genommen, habe die übereinander geklebt. Mit Heißklebe auf zwei so Spitzstäbe. So das eine, das nicht auskommt, ist immer drauf an, was es für Größe gibt. Die gibt es jetzt auch eigentlich in der Gärtnerei, im Blumengeschäft, in Dekoläden. Schaut, was ihr jetzt momentan kriegt, wo es herkriegt. Ihr könnt zwar jede andere Deko nehmen. Ich fand jetzt einfach dieses Grün mit diesem Terrakotta und diesem Moos einfach toll. Bleibt eher so in diesem Naturigen. Aber wir haben doch nochmal ein bisschen eine andere Farbe. Ich habe jetzt da innen drin, man sieht jetzt noch die Steckmasse, also innen müsst ihr relativ viel Steckmasse, Steckmasse, Heißkleberei machen, dass es auch hält. Und den stecke ich jetzt aber bloß mit ein bisschen Moos ab. Könnte man jetzt auch noch mit dem Heißkleber befestigen, aber mir langt das jetzt so, weil es ist für den Innenbereich, da kommt das Moos nirgends hin. Aber es ist einfach dann kleiner mal ein bisschen anders. Und die dürfen jetzt ein bisschen höher stehen als meine Rosen. Ich habe es jetzt auch bewusst so gewählt, dass ich jetzt meine zwei Gefäßler, sage ich jetzt mal, meine Tontöpfe oder meine Stäbe, also als Gruppe mache und vorne mache ich jetzt meine Kordel hin, weil es einfach ein bisschen ruhiger ist. Also ich habe einfach meine Rosen gruppiert und gruppiere jetzt so die weiteren Sachen eben auch. Dann habe ich jetzt so einen Grünton und eine Kordel. Da mache ich jetzt einfach nur eine Schleife. Mache die wieder mit dem Steckdraht zusammen. Nochmal eine. Also Schleife macht ihr eigentlich, ihr legt euch wie zwei Schluppen übereinander. Jetzt sieht man es hier besser. Also ich lege die eine Schluppe, lege von unten nochmal eine und mache das gleiche dann nochmal
kleiner. Und hebe dann aber alles immer innen fest und bin dann mit dem Draht oder nochmal mit dem Band, je nachdem, was ihr nehmen wollt, so zusammen. Das ist jetzt eigentlich so das Größere, sage ich jetzt mal, diese zwei Kordelschleifen. Die können wir eigentlich noch so ein bisschen drüber laufen lassen. Ich zeige es euch gleich nochmal, wie es aussieht. Und dann hat man ruckzuck sich eigentlich seinen Korb, wo man ja eh sich eigentlich die Mühe gemacht hat. Man darf ihn ruhig sehen. Man hat ihn ein bisschen verschönert oder ein bisschen ausdekoriert. Und man kann ihn wirklich eine ganze Weile stehen lassen. Und der Korb ist ja nicht kaputt, den kann man ja immer wieder verwenden. Also das ist ja das Tolle, wo man sagt, man hat sich einmal die Mühe gemacht und kann ihn wirklich immer wieder neu verwenden. So, fertig ist mein Korb. Also ich habe bewusst ein bisschen das drüber laufen lassen, aber man soll einfach das tolle Gefäß, einfach wo man sich die Mühe gemacht hat, sehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Habt viel Spaß beim Nachmachen. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.